Servus, Y&T bei eurem STVE. Ich grüße euch hier in Resident Evil. Und das ist sehr evil. Und zwar sind wir jetzt hier auf dem Weg zum Bossgegner oder so. Zum megamäßigen krassen Dude, der uns so mega an die Pelle will, auf die Pelle. Aber na gut, schauen wir mal, ob er es hinkriegt. Oder am Ende doch nur gegen unsere Dominanz nicht bestehen kann, weil er uns vorher vielleicht den einen oder anderen Munitionsaufschub gibt. Wo wir dann feststellen, aha, hier gab es sehr viel Munition. Aber Leute, ich weiß nicht, wie ich das wechseln kann. Hier, ich habe jetzt das Ding. Gut. Ne, nie gut. Ich will aber oben hier in Blendgeschosse. Ha. Na gut. Dann halt nie. Dann weiß ich nie wie. Hätte gerne Blendgeschosse ausgewählt, aber was halt nie Rodney will, das will halt nie. So. Hier müssen wir zur Mitte. Und dann ab dafür. Dadam, dam, dadam, dam. The show must go on. Dadam, dam, dadam, dam. Oh, was bist du für einer? Wer weiß. So, warte mal. Bisschen rechts, bisschen da, bisschen dort. Schloss Dimitrescu. Ne, da brauchen wir jetzt nicht mehr hin. Der Zug ist auf jeden Fall abgelaufen. So. Hier sind wir bei der Flakons. Ich bin hoch erfreut, dich lebend wiederzusehen. Ne, freut mich auch. Na, da kann man doch nochmal in den Shop gehen. Siehst du? Ankauf. So. Großer Crystal. Gelbes Ding. Perfekter Crystal. Kristalliner Hammer. Halskette mit Fassung. Da wollten wir eigentlich noch was mitmachen. Mhm. 25. Krass. So, bestätigen wir. Und jetzt haben wir einiges an so ein Schmuckgeld. So, warte mal. Wir können da jetzt einfach nochmal. Wir haben 25.000. Gönnen wir uns. Was ist das? Rückstoß brauchen keine Verminderung. Ach. Zack, zack. So, Werkstatt. So, was können wir hier? Machen wir uns mal die Pumpgun ein bisschen stärker, hä? So, jetzt haben wir 960 Feuerkraft. Ist schon ein bisschen besser als die, ne? Kann man schon so sagen. So, wir zack. Ist zack. So, Rifle. Zu dumm. Die nehmen wir auch gerne noch. Bei mir wird nicht gefeilscht. Ach so, wir haben keine Munition mehr. Keine Munition, naja, gut. Kann man hier irgendwas prühen? Besitz 4. Blocken too many. Ja, naja, gut. Ja, dann lassen wir es einfach. Bis nächstes Mal. Schreib mich nicht an, Kollege. So, speichern. Ah, seht ihr, was er für ein Datum ist? Hihihihihi. Hörst du ein leises Musikchen? Go, tell Aunt Rosie. Kennen wir. So. What is that? Meine lieben Freunde, ich habe keine Lust zu Heisenberg zu gehen. Ich würde sagen, wir tun dann mal kurz ein bisschen genießen.
Das letzte Mal. Bevor es in die Schlacht geht. Mit Heisenberg. Auf jeden Fall. Hey, der ist zurück. So, meine lieben Leute, wir sind gewappnet für den letzten Kampf, vielleicht mit Heisenberg. Und gut, wir sind gut ausgerüstet, wir haben nochmal alles ausgegeben, was wir konnten. An Geld, an Money. Haben wir auf jeden Fall losbekommen. Oh, was haben wir hier? Passt das zu dem Schloss? Hier mal jetzt dies. Ja, mal, was kommt denn das rein? Ich weiß ja nicht, was da reinkommt von den Schlüssel. Ja, Naja. Da kommt halt nicht rein. Na gut. Geh schon mal auf die andere Seite, vielleicht kann ich dort den Schlüssel her. Ah, da steht mir gleich auf der Kunde. Da ist ja schon riechen, da steht drauf. So. Na komm. Zeig mir. Zeig mir, wie ihr aufstehen könnt. Oh, die sehen sehr menschlich aus. Oh, 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 jetzt geht's da los. Jetzt geht's da los. Oh, was ist denn das? Hier war ich schon, oder? Hier war ich noch nie. Ah, hier geworden oder was zu machen? Jetzt können wir eine Schatzkammer holen, wo wir unendlich Munition kriegen. Um alles nass zu machen. Und wir haben unser Geld dafür ausgegeben. Ich weiß schon. So zu haben. Aber gut. Lieber so als anders. So, wo gehst du lang? Hihi, jetzt bin ich gespannt. Dass wir mal durchaus ja verpeilen können. Und sagen, okay. Muss ich übergeschlagen? Das hätte man eigentlich verpeilen können, ne? Was war jetzt eigentlich hier? Na gut. Ich fahre einfach weiter. Hätte man verpeilen können und hätte dann einfach so weitergelaufen. Vielleicht muss ich ja lang. Jetzt hier ein Strom schnell, dann geht's hoch. Hui. Upsala. Das fährt sich sehr eigenartig. Aber gut. Ist halt so. So. Das ist, wo Heisenberg sein Schloss, ja? Okay. Gut. Dann werden wir nochmal hier rüber gehen. Oder sollten wir die Tür gehen? Was ist denn mehr versteckt? Eher die Tür hinten, oder? Ich glaube schon, eher die Tür ist das, was versteckt ist. Oder? Ist es eine geheime Sache? Ich
Ich muss bestimmt die Dinger anbrennen, ja. Auf jeden Fall. Ich muss es aber schaffen. Auf jeden Fall muss ich hier hoch. Die Dinger anfackeln. Und Schwung. Andersrum. Also, ja. Ja. Hier. Jawohl. Nummer 1. Und Nummer 2. Boah, das ist ja echt bescheuert. Hm. Von dir habe ich schon viele Sorten besiegt. Dich werde ich jetzt auch klein kriegen. Autsch. Oh, das brennt. Es zieht ein bisschen schon. Ich tue mich den Schwertkampf stellen. Ja, Mann. Das war's nämlich. Zack. Hab's gewusst, hier gibt's Munition. Ist das nicht der Ernst? Ich bin ja durch dumm. So. Kann mir jemand zumauern hier? Wir brauchen einen Maurer. So, gib mir jetzt hier. Nein! Ich wollte keinen Saft drauf hauen. Kann ich das Vieh abbrennen? Was? Setzen Sie so mal eine Orangia im Brand. Alles klar. Das ist sogar ein Erfolg gewesen. Stoppt er jetzt? Ja, das wäre cool. Könnte man jetzt auch sparen. Na schön. Ja. Nee. Och, geht auch dort hoch. Die kommen unendlich nah, ich wusste es. Das ist echt ein Geschicklichkeitsspiel, aber wo ich nicht weiß, wie es funktioniert. So, super. Jetzt brenn, Kollege. Hier, wow. Du bist geleit hier. Super, nu? Was bringt mir das? Das bisschen Zeugs. Kann ich wieder Tür zu machen? Wiedersehen. Tschüssi. Oh. Ah. Ah. Ja. Okay, jetzt verstehe ich. Komm her. Komm mal her. Hier, komm mal her. Tadam. Schuss es. So, brauche ich dich nochmal? Nee. Goldene Lady Dimitrescu. Ui. Magnum Munition. Ui. Sonst noch was? Nö. Hey. Komm ich mal nicht so. Ja, könnte eigentlich gut miteinander klar. Wird's Zeit, aber man soll aber nicht übertreiben. So, da gehe ich jetzt nochmal raus zu dem. Ach, das ist doch sonst so, oder? Ich bin da mit dem Boot gefahren. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Ist mir zu weit. Das ist mir eindeutig zu weit. Ich glaube, hier muss ich lang. Ja, sonst wären nicht so viele verrückte Sachen mit Kurbel und diesen das. Ja, dann kurbeln wir mal eine Runde. Wir kennen uns aus. Perfekt. Super. Perfekt. So. Zeig mir dein Gesicht, Mr. Heisenberg. Brauchst du schon wieder irgendwas? Hä? Oh, ich kann speichern.
Gut, machen wir das so. Zack. Ja, jetzt kann ich aber gerade nicht auf genug speichern, also. Sorry, aber das muss. Dort geht es lang oder dort geht es lang? Gehen wir hier lang. Hier geht's raus. Vielleicht. Schauen wir mal. So, hier geht's rein. Hm. Hä? Krabbel, krabbel? Na, hallo? Aha. Steckt jemand auf dem Klo? Gibt es jemanden, der Dünsch heißt? Oder was? Aha. Oho, Schießpulver. Und hier kann man ja auch eine Brunnenkurbel benutzen. Ah, alles klar, gibt es durch für jede Sache eine eigene Kurbel. Ach, unten haben wir eine Leiter hier. Aha. Gut, dann müssen wir sogar hier lang. Das ist ja unerhört. Gut, auf Wiedersehen. Ich gehe dann mal. Ja, das geht auf jeden Fall ganz schön runter. Ach, muss ich schon mit nassen Fuß hier hoch? Das ist ja wirklich unerhört. So, was ist das jetzt? Ein Rätsel oder was? Nee, kein Rätsel. Ich kann doch nicht springen. Das ist nicht so richtig. Bloß so halb hoch tippeln. Eine Rohrbombe, nicht, ist klar. Oh ne, hä? Was ist denn das? Ne, das ist nicht gut. Das ist gut. Das ist auch gut. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das ist gut. Ja gut, den Korn wegschieben. Dass ich den anderen dann irgendwie dahin schieben kann. Nee, hä? Ich muss auf jeden Fall da drüber. Gut, dann muss ich... Das in der Mitte. Muss ich auf jeden Fall irgendwie... Vielleicht... Nee, hä? Okay, das wird mich bestimmt eine Weile beschäftigen, das Rätsel. Was kann ich damit machen? Kann ich schieben? Super, oder wieder hierher schieben? Und das schiebe ich einfach zu mir. Nee, eigentlich. Oder so. Und kann jetzt. Ja, einfach was. Und dich einfaches Rätsel. Ja, Blendgeschoss, schön. Aber wisst ihr was mit dem Blendgeschoss? Da weiß ich einfach nicht, wie man das anwendet. Und hier habe ich gerade was gekriegt. Aha. Bestätigen. Kombinieren mit. Also wie, als hätte ich es geahnt. Ist es jetzt komplett? Jo. Jo. Ist auf jeden Fall vollständig. Naja, musst du wissen wie. Und dann klappt's. Oh, entriegelt. Das ist sehr vertrauenserweckend. Wenn es jetzt runterkracht. Wenn es jetzt runterkracht, dann. Es bleibt. Super. Geht es wieder hier hoch und bin ich wieder beim gleichen Brunnen? Oder ist es ein anderer? Ah. Let's schau.
Hallo? Ich kann nochmal speichern. Ich bin nochmal zum Speichern hochgekommen. Das war auf jeden Fall mein Plan. Ja gut, also ich müsste eigentlich hier runter. So geht's hier lang. Gut, da geht's nochmal runter. Alles klar. Was habe ich denn übersehen? Habe ich was übersehen? Das war doch aber gerade. Bin ich komplett nass oder was im Kopf? Das war doch gerade dort oben, wo ich eigentlich vor uns sonst auch war, oder nicht? Ich komme jetzt nicht mehr her zurück. Was war denn jetzt aber anders, dass die Dinger hier unten, oben sind? Also geht es auf jeden Fall nicht lang. Warte mal, da muss ich. Geht's vielleicht. Jetzt auf einmal so eine andere Tür hoch. Also rein eine andere Tür. Kann auch sein. Was sie gesagt haben, okay. Dass jetzt halt einfach mal reingeht. Warum auch immer. Warte mal. Wartet mal. Jetzt geht es bestimmt hier rein. Ne, das wäre gut eigentlich, weil ich jetzt nie weiter weiß hier. Da geht's dort rein. Klopf, klopf. Hallo? Hinten? Muss ich mit dem Boot weiterfahren? Ne, geht auch nicht. Hier stehe ich gerade ein bisschen. Geht's hier weiter? Hier war das Rätsel. Da, dort. Upp. Gut, also gehen wir mal systematisch vor. Ist ja kein Problem. Wir haben ja sind ja nicht neu auf dem Markt. Wir wissen ja, wie sowas funktioniert. Hier war ein Schatz. Haben wir gekriegt. Kommen wir raus, sind von unten gekommen. Zack. Kurbel. Hier kann man speichern. Haben wir gemacht. Hier ist zu. Hier ist halt auch zu. Komm, war das nicht nochmal hier? Ich muss nochmal. Müssen nochmal ja abchecken. Ne, ich geh jetzt auf jeden Fall nicht rein. Dann können wir bloß noch durchstehen. Aha. Das Rätsel ist Lösung. Oder auch nicht. Aha. Ulala, warte da. Nee, das ging auch nicht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen am rumstruggeln. Meine Map sagt mir aber nicht. Brunnen ist safe. Oder ich musste gar nicht hier lang und ich muss irgendwo anders hin. Aber halt wo, ne? Das. Achso. Gut, also. Gehen wir da hoch. Wir waren ja bloß
um hier was zu holen. Alles klar, es geht in kein Ding jetzt rein. Alles schick, alles schön. Gut, das gehen wir hier weiter zurück. Alles klar. Mach mir, kriegst du. Müssen zu einem Zeremonienplatz. Zeremonie müssen wir. Sagen wir, wir müssen Zeremonie. Da gehen wir halt zurück zur Moni. Da gehen wir bleiben. Wir waren bloß hier wegen dem Brunnen. Ja, alles klar. Hey. Das reicht ja oben. Man muss nicht immer so viel wollen. So eine einfache Goldstatue. Statue. Reicht. Das reicht. Man muss schon mal mit dem zufriedenstellen, was man hat. Ja. Wenn ich eine Goldstatue habe und hier bestimmt nicht runterfahren kann. Hehe. Ich kann. Halt euch fest, wir sind in der Wildwasserbahn in keine Ahnung. Ui. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? In einem geheimen Platz für Zeremonien. Aha. Haha. Ich fange euch Fische. Lalalala. Feinster Fisch. Ah, nur mit dem Messer gefangen. Stark. Stark. Zack. Jetzt kann man schon irgendwas Tolles holen, oder? Beim Duke. Beim Ducke. Hier ist ein geheimer Weg zur Zeremonienstraße, ne? Wisst ihr das? Seht ihr das? Wir haben einen Geheimweg gefunden. Hallöchen, Popöchen. Grüße gehen raus an Erik Kronk. Wie sieht das? Hier sieht es auch richtig gangstermäßig aus. Kriegst du gerne. Oh, antike Münze. Was haben wir das kann? Oh. Siehste. Das Ding hat man doch mal irgendwo dran bauen können. An die Tack. Ta ta ta. Perfekte Grande. Spezialmenü haben wir. Was ist das? DNA-Sequenz abgeschlossen. Tralala. Mhm. Aha. Mhm. Gut. Jetzt haben wir voll das geheime Lager hier gefunden. Wir haben jetzt hier. Ist ja kein Problem. Haben wir jetzt Gott sei Dank eine tolle Bank. Können wir uns so leisten, die Schüsse? Eigentlich nie, ne? Ja, das war gerade so ein bisschen ein Moment, wo man sagt, man muss erschrecken, aber ich bin jetzt nicht erschrocken. Du, nimm mit mir, Junge. Du, nimm mit mir, Junge. Das sag ich dir. Hä? Kommt man da zum Zeremonienplatz? Guck mal. Hab ich was übersehen? Ich bin allzu blöd, bin ich auch nicht. Was bewegt sich da? Brother, Wollen wir reinfeuern? Tin-tin. Ich komme nie weiter noch. Scheiße, ich muss genau hier hoch. Naja, gut. Haben wir es mal gesehen? Zähmen oder Rubrik. Abgehakt. Quasi. Zack. Ich bin gespannt, was uns auf den Zeremonienplatz erwartet. Tedim. Hup. So, jetzt haben wir feine Fischis gekauft, geholt. Noch ein bisschen davon, das ist so gut.
Ja, mit so Shotgun-Action, sowas, tralala. Zack. Auch cool, haben wir gefunden. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, legen wir sehr simultan hier an. Sehr kantenfrei und alles. Super gemacht. Nochmal nachladen, die ganzen Dinger hier. Und dann denke ich mal, geht's nämlich schon eine richtige Sache. Oh. Oh, oh. Ach, Scheiße. Fuck. Fuck. Seid ihr bereit für die letzte Zeremonie? Ich sag mal letzte, vielleicht ist es sogar die letzte. Zack. Hier muss ich es reintüdeln. Okay. Platzier den Kelch. Platzieren Sie den Kelch des Giganten auf dem Zeremonienplatz. Hm? Das hätten wir eher sagen können, da hätte ich noch was gekauft hier und dies und das. Ach du Scheiße. Hier sehen wir nochmal die ganzen Bosse. Also nicht die Bosse, aber ihr Füllding. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich kann es gerade nicht ganz so deuten. Und die Umbrella Corporation. Schau wieder das Zeichen in der Mitte. Das sehen wir auch übrigens ganz schön oft. Was das schon mal aufgefallen ist. So. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ha! Na los, komm einfach über die Brücke. Ach du Scheiße. Heisenbergs Fabrik. Und was wir dort erwarten, was wir dort sehen, liebe Leute, was wir dort mit was wir zu kämpfen haben, das, ja, ist richtig. Sehen wir in der nächsten Folge von Resident Evil. In diesem Sinne, haut's drin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.